Mahlzeit, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute allerdings, wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Wanderung zum Bunker Koralle. Wir sind heute wieder mit den Kiddies unterwegs, daher haben wir uns gedacht, gut, machen wir heute eine kleine Waldtour und gucken uns mal an, wie es da aussieht. In dem Sinne, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen da, abonniert doch bitte unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Du hast gerade gegen meinen Stick gehauen. Sind wir jetzt Stars? Was? Wir sind jetzt YouTube-Stars. Das ist irgendeine Tür aus Beton. Und so, komm, hier. Ja, sind irgendwelche alte. Hier liegen überall Trümmer im Wald. Also wir sind noch nicht da, wir müssen noch ein bisschen laufen. Das sieht man leider nicht, aber hier sind überall irgendwelche Stahlbetonklumpen. Das sind Gebäude, die in der Erde gebaut wurden. Wahrscheinlich, damit die nicht auffallen. Das hier sieht irgendwie so aus, wie, keine Ahnung, vielleicht war das mal eine Unterkunft gewesen. Auf jeden Fall sind das Gebäude, die versenkt in der Erde sind, wo man bloß die Dächer gesehen hat. Und das denke ich mal, das wird den Zweck des Tarns gehabt haben. Ja, da ist ja kein Dach mehr. Das ist ja so ein Pavillon, wo man sich runtersetzen konnte. Okay. Ja, ich weiß nicht, egal wo wir sind, ey, das ist jetzt mitten im Wald. Ja, mit dem Hund, wie sie. Eine Glasscherbe überall. Müll. Wollte ich noch sagen, Müll überall. Okay. Das sieht aus wie Karnickelbuchten. Und das hier ist wahrscheinlich ein Löschteich. Davon soll es hier wohl viele geben. So, das hier ist wahrscheinlich so ein kleiner, ja, Depotbunker mal gewesen. Ja, Bunker kannst du das jetzt auch nicht nennen. Ja. Mit schönen alten Kühlschränken.
und man immer darauf achten, dass hier keine Fledermäuse sind. Kristall 140. So. So, ich denke mal, wir haben es gefunden. So, und was ist hier? Eine kleine blaue Kugel, noch eine blaue Kugel. Ja, das ist dann hier so wie bei der Abhöranlage, wo wir letztens waren. Hier wird wahrscheinlich auch mit Airsoft rumgeballert. Wisst ihr Bescheid? Oh Mann. Das. Ja, musst aber halt ein bisschen klettern, ne? Ja. Und hier sieht man, dass hier später wurde hier noch ein bisschen zugemauert. Ich denke mal, dass sie hier später den Häuserkampf trainiert haben. Scheiße! Schatz, alles gut? Hallo, wir sind hier. Ey, wo klettert ihr da rum? Ja, make lost places great again. Ja, und das Teil war irgendwann mal da oben irgendwo gewesen. Das heißt, das ist dann in sich knatsch zusammengefallen. Das war, glaube ich, der Lüftungsstutzen da oben drauf. Ich blende mal ein Foto ein, das ist aber eine Fotomontage, wie das mal ausgesehen haben soll. Ja, das ist hier wahrscheinlich der Flakbunker, weil der sieht auch kleiner aus. Der ist kleiner, guck mal, diese Brocken da oben. Ja, trotzdem. Jetzt hat sie sich aber gefangen. Okay, was kann man hier noch lesen? Ist verboten. Ja, den Rest kann ich nicht mehr lesen.
So, genau. Das wird ja auch gerne von Kletterern genutzt. Kann man das jetzt sehen? Da. Da. Überall diese Befestigungsdingers drinne. Keine Ahnung, wie die heißen. Ja, da wieder. Da. Da. Und das geht bis hoch. Das heißt, hier sind öfters mal Leute unterwegs, die gerne klettern. Feuerstelle und eine Sitzmöglichkeit. Das hat bestimmt richtig schön gerumst. So, auf dem Rückweg noch entdeckt, ja, habe ich gedacht, hier ein Schuppen mitten im Wald, weil das ist jetzt wirklich mittendrin. Ne? Ja, dann hat man so, ja, denkst du, das ist hier so ein Bunker, vielleicht ein Mini-Bunker, Zweimann-Bunker, der irgendwie hier getarnt ist mit, ne? So, und wenn man jetzt mal hier vorne guckt, hier ist die Tür, wo man reingeht, ja? Und dann sieht man, das ist hier was ganz anderes. Ihr könnt euch denken, was ich meine. Gut, wir suchen mal dann weiter. Ja, wie man sieht, wir haben zurück zum Auto gefunden. Wir werden jetzt noch ein bisschen Ham-Ham machen. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn noch nicht geschehen, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. In dem Sinne, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!